Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal bitcointrading.de. In dem heutigen Video analysieren wir den aktuellen Bitcoin- und Ethereum-US-Dollar-Chart und besprechen die neuesten Krypto-News. Also bleibt dran, es wird wie immer sehr informativ. Wir befinden uns auf dem aktuellen Ethereum-US-Dollar-Tageschart. Wie ihr sehen könnt, haben wir hier unsere Zielzone erreicht in der 1800 bis 2000 Dollar Zone. Das waren ja hier die Sommertiefs. Die haben wir in dem letzten Video, also gestern, nochmal besprochen. Hier haben wir gesagt, wenn wir es nicht schaffen, jetzt hier zu bouncen nochmal über die 2400 Dollar, dann wird diese wichtige Support-Linie hier als Resistance bestätigt. Denn ihr seht ja, zuvor sind wir zweimal von den 2400 Dollar gebounced. Da war hier noch 2400 Dollar Support. Allerdings wisst ihr, gebrochener Support geht dann als Resistance. Diese Resistance wurde bestätigt und dann kam der nächste Ausverkauf, den wir jetzt ja gesehen haben und im letzten Video besprochen haben, nochmal runter in die 2000 bis 1800 Dollar Zone. Das war so hier nochmal seit gestern, seitdem wir also hier von den 2400 Dollar abgelehnt wurden, nochmal ein Ausverkauf von 30%. Das heißt also, alle, die hier diese Bärenflagge auch geschortet haben, konnten jetzt bis hier zum tiefsten Punkt ungefähr 36% Profit machen und bis zu dem aktuellen Level hier ungefähr sogar 26,81% Profit. Ich habe auch, wie ich gestern im Video besprochen habe, hier unten in dieser Zone zwischen 2000 und 800 Dollar jetzt mal einen Short Trade geschlossen, alle Profite realisiert und auch hier mit der ersten Tranche nachgekauft für mein langfristiges HODL-Portfolio. Denn ihr seht auch einmal hier auf dem Tageschart, wenn wir uns jetzt den RSI anschauen, hier sind wir wirklich schon auf einem extrem niedrigen Level. Ihr seht, wenn wir hier mal komplett rauszoomen, seht ihr, dass wir noch nicht sehr oft auf solch einem niedrigen Level waren. Wir sind aktuell hier bei 24. Das ist ja schon mit die niedrigsten Level, die wir bisher gesehen haben. Deswegen hier wirklich für einen langfristigen Kauf meiner Meinung nach hier schon Möglichkeiten, auf jeden Fall hier die erste Tranche in den Markt zu bringen, was ich jetzt auch gemacht habe. Ansonsten seht ihr auch, wir haben hier einen ziemlich langen Rig nach unten. Wir haben hier jetzt in den Sommertiefs wirklich hier erstmal Support gesehen. Allerdings muss man auch ganz klar sagen, wir werden jetzt erst in den nächsten Tagen sehen, ob dieser Support wirklich hält. Denn oft ist es so, wenn man solch einen langen Rig nach unten hat, ist es oft so, dass man einen kleinen Bounce sieht, weil letztendlich nochmal ein Rollover und man hier zumindest die Dochte nochmal schließt. Man muss auch sagen, sollten wir unter die Sommertiefs fallen, dann haben wir wirklich nicht mehr viel Support. Ihr seht einmal, da muss ich schon ganz hier hinten nochmal diese Linie verlängern. Das ist hier noch ungefähr das 1400 Dollar Level. Das vorherige Allzeithoch, das wäre hier noch einmal ein relevanter Support. Und dann seht ihr, haben wir hier dazwischen eigentlich nur noch die Zone hier ungefähr bei 1560 Dollar. Da hatten wir in der Vergangenheit auch Resistance und Support, also einige Berührungspunkte. Diese zwei Level wären dann hier wirklich noch die einzigen zwei relevanten Support-Level, die wir noch vor dem vorherigen Allzeithoch haben. Das heißt also, falls jetzt hier die Sommertiefs fallen, wäre für mich persönlich dann hier die Zone zwischen 1400 und 1500 Dollar nochmal interessant, mit einer nächsten Tranche langfristig nachzukaufen. Ansonsten, was jetzt meine aktive Trading-Position angeht, wie gesagt, hier habe ich keine Position mehr offen. Ich bin jetzt hier aktuell auf der Seitenlinie und ihr seht auch, wir haben jetzt hier einfach noch keine Daten. Wir sehen hier keine Umkehrformation und deswegen bin ich jetzt hier nicht mehr in einem Long-Trade positioniert, aber eben auch in keinem Short-Trade, da eben hier unten die 800-Dollar-Zone auch sehr starker Support ist, sodass ich jetzt hier aktuell nicht mehr short positioniert sein möchte. Ihr seht auch, wenn wir hier auf den Lux-Algo-Indikator nochmal schauen, dann müssen wir auf dem Tageschart kurz die Sensitivität anpassen. Da seht ihr aber auch, wir haben hier immer noch den bestätigten Short. Das heißt, auch hier auf dem Tageschart sehen wir keine Anzeichen dafür, dass es jetzt Sinn machen wird, eine Long-Position zu eröffnen. Ihr seht, wir sind hier unten noch auf den Reversal-Bändern. Deswegen macht es auch keinen Sinn, hier momentan short positioniert mehr zu sein. Und ansonsten, wenn wir auch noch auf den 4-Stunden-Chart anschauen, hier seht ihr auch, wir haben hier noch keine Umkehrformation. Ihr seht hier noch nicht nach einem doppelten Boden oder sonst einer bullischen Formation aus. Und ihr seht auch, wenn wir hier nochmal den Lux-Algo-Indikator uns anschauen, dass wir auch hier immer noch einen bestätigten Short haben. Und dieser Short, muss ich sagen, der war wirklich außergewöhnlich. Ihr seht nämlich, wir waren hier schon short gerichtet seit 3372 Dollar. Das war also jetzt hier auch bis zum tiefsten Punkt knapp ein 50% Short-Signal. Das war wirklich extrem. Ihr seht aber auch, hier unten sind wir jetzt in den Reversal-Bändern. Das heißt, auch hier haben wir jetzt Support zu erwarten. Deswegen habe ich hier meine Short-Positionen auch geschlossen und verweile eben jetzt hier auf der Seitenlinie, bis ich nochmal neue Möglichkeiten erkenne, eine Long-Position zu eröffnen. Oder eben, wenn wir unter die Sommertiefs fallen, dann würde ich höchstwahrscheinlich nochmal eine Short-Position in Richtung der 1500 Dollar eröffnen. Dann blicken wir jetzt noch auf den Bitcoin-US-Dollar-Tageschart. Und auch hier könnt ihr sehen, wir sind auf dem Tageschart jetzt unter
die 30.000 Dollar gefallen. Heute ging es runter sogar im tiefsten Punkt bis auf 25.480 Dollar. Und darüber haben wir in dem gestrigen Video besprochen, dass hier die Gefahr im Raum steht, dass wir unter die 30.000 Dollar fallen können, da wir eben diese massiven Inflows auf die Börsen gesehen haben. Vorgestern hier wurden 68.000 Bitcoin auf die Börse gesteckt, nochmal gestern über 20.000 Bitcoin, also hier wirklich schon hohe Milliardenbeträge. Und deswegen haben wir gesagt, besteht hier die akute Gefahr, dass wir einen Ausverkauf unter die 30.000 Dollar sehen. Den haben wir jetzt sofort heute auch schon gesehen. Und deswegen war das hier auch absolut die richtige Entscheidung, auf der Seitenlinie erstmal zu verwahren und hier noch keine neue Position einzugehen. Ihr seht auch zu dem jetzigen Zeitpunkt hier auf dem Tageschart, sehen wir immer noch keine Umkehrformation. Der Lux-Algo-Indikator ist hier auch immer noch short gerichtet seit ungefähr 41.000 Dollar auf dem Tageschart. Das heißt auch weiterhin bin ich jetzt hier noch auf der Seitenlinie und ich achte jetzt hier drauf, sollten wir es schaffen, jetzt nochmal hier zu bouncen über die 30.000 Dollar, dann schaue ich, ob wir hier einen doppelten Boden oder eine bullische Formation sind, würde dann eher nach einer Long-Position Ausschau halten. Aber sollten wir jetzt bei den 30.000 Dollar hier abgelehnt werden, dann rechne ich, ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch, dass wir hier diesen Rig füllen. Und dann würde ich vielleicht sogar hier nochmal in diesem grünen Kasten Short gehen und den Stop-Loss hier über das letzte hochziehen. Also hier ungefähr auf 33.000 Dollar, da hätten wir dann hier ein Risiko von ungefähr 7% und eine potenzielle Downside von 14%. Das wäre nochmal ein nächster Short, den ich mir anschaue, aber dafür ist es jetzt einfach noch zu früh. Jetzt bin ich ja nach wie vor immer noch auf der Seitenlinie und habe keine aktive Position geöffnet. Ansonsten, wenn wir noch auf den Wochenchart blicken, hier sehen wir jetzt wirklich, dass wir schon 7 Wochenkerzen hier negativ geschlossen haben. Das haben wir das letzte Mal 2014 gesehen. Das ist ja so wirklich schon extrem, über solch einen langen Zeitraum hier immer wieder Verluste auf dem Wochenchart zu verzeichnen. Aber ihr seht trotz allem, wenn wir wirklich den tiefsten Punkt der Sommertiefs holen, haben wir die Sommertiefs zumindest auf dem Wochenchart noch gehalten. Das heißt also, im großen Bild sind wir noch in dieser Seitwärtsrange. Und nach wie vor muss ich auch sagen, sehe ich persönlich immer noch die höchste Ähnlichkeit, wie ich hier auch im Video schon vom 19.01. besprochen habe. Hier wiederholt sich 2019, 2020 eben die Ähnlichkeit zu der Seitwärtsphase, die wir 2019 und 2020 gesehen haben. Denn wenn wir hier etwas rauszoomen und uns mal die letzten Zyklen ansehen, seht ihr immer, wir hatten immer ein spitzes Top und dann hier sofort einen massiven Bärenmarkt. So war es auch so vor dem Zyklus, spitzes Top, massiver Bärenmarkt. Und die jetzigen Zyklen hier sehen einfach komplett unterschiedlich aus. Sieht ja viel mehr nach 2019 aus. Hier seht ihr auch von dem Tief hatten wir hier eine gute 330% Rally und dann über 1,5 Jahre eine Seitwärtskonsolidierung mit dem Black Swan Event, wo wir einmal eben aus der Range ausgefallen sind und dann nochmal zurück in die Range gekommen sind. Wenn wir das aktuell anschauen, seht ihr auch, wir hatten hier dann von diesem Breakout auch eine gute 300% Rally in die Seitwärtsphase, laufen jetzt hier auch schon seit knapp 1,5 Jahren seitwärts und haben jetzt eben die Kapitulation, in der wir hier kurz unter diese Range gefallen sind, genauso wie im März 2020. Also die Ähnlichkeit ist ja meiner Meinung nach immer noch gegeben und wir haben hier auch schon besprochen am 18. Februar im Video, wenn ein Black Swan Event kommen sollte, was man ja per Definition nicht vorhersagen kann, ist es aber möglich, dass wir hier eben wie 2019 und 2020 einmal aus der Range nach unten ausfallen können. Und dass es sich hier bei dem Kollaps von Terra und UST um ein Black Swan Event handelt, finde ich, kann man schon sagen, wenn wir uns das hier nochmal anschauen, Terra Luna war ein Top 10 Crypto Asset, ist jetzt auf nahe Null gefallen. Der drittgrößte Stablecoin UST, auch komplett kollabiert. Dann muss man natürlich auch sagen, in dem Terra Luna DeFi-Ökosystem war ja generell das WUT größte, also das hatte das WUT höchste TVL im DeFi-Raum und sogar das Anchor-Protokoll hatte den höchsten TVL für ein einzelnes DeFi-Protokoll. Und dass dieses massive Ökosystem jetzt auf nahe Null gefallen ist, finde ich, war nicht vorherzusehen. Zumindest nicht in diesem Umfang, in diesem Zeitraum. Und von daher finde ich schon, dass man hier von einem Black Swan Event sprechen kann und eben auch von der finalen Kapitulation, die wir hier in den Videos vom 19.01. und 18.02. gesprochen haben. Denn wenn wir uns hier mal anschauen, ihr seht, wir hatten jetzt hier die zweithöchsten realisierten Verluste, die es jemals hier in der Bitcoin-Aufzeichnung gab. Insgesamt wurden in Bitcoin 6,2 Milliarden Dollar innerhalb von 3 Tagen in Verlusten realisiert. Im gesamten Kryptomarkt waren es 8,2 Milliarden Dollar. Aber was man eben hier auch dazu sagen muss, ist, wir sehen jetzt hier einen riesigen Transfer von Bitcoin-Wahlen
auf die Exchange in dem Moment, wo wir nach unten gefallen sind. Sieht also danach aus, als würden die Wale jetzt diese Situation nachkaufen, um massiv nachzukaufen. Ihr seht, das letzte Mal, dass wir in Deutschland einen riesigen Spike hatten, war hier auch in den März-Tiefs 2020, wo wir hier diesen massiven Crash hatten. Und ihr seht, danach ist der Preis über die Monate nochmal aufgestiegen, hat sich erholt. Also es scheint, dass die Wale jetzt hier diesen Dip am Nachkaufen sind. Und genau dasselbe können wir auch für Ethereum beobachten. Denn auch bei Ethereum haben wir jetzt über 2500 Transaktionen gesehen, die über 1 Million Dollar betragen haben. Das heißt, es sieht auch danach aus, dass die Ethereum-Wale hier in dem 2000 bis 1800 Dollar Bereich Ethereum massiv nachgekauft haben. Das heißt also, letztendlich gibt es meiner Meinung nach hier nur zwei Möglichkeiten. Entweder schaffen wir es jetzt auf dem Wochenchart hier, die untere Range zu halten, schließen hier ungefähr bei 28.000 oder 29.000 Dollar, sehen vielleicht schon nochmal hier eine kleine Relief Rally in Richtung der 35.000 bis 36.000 Dollar, oder wir kollabieren wirklich wie 2019, 2020 aus der Range hier raus, fallen also unter die Sommertiefs, werden vielleicht hier sogar abgelehnt, sehen dann hier einen Ausverkauf runter nochmal in die unteren 20.000 Dollar Range, und dann muss man sagen, ist der einzige relevante Support, den wir hier noch haben, die 200er Simple Moving Average, denn ihr seht, wenn wir hier in die Vergangenheit schauen, wann immer wir hier solch eine finale Kapitulation haben, war hier die 200 Moving Average im März 2020, hier auch Ende 2018 nach dem einjährigen Bärenmarkt und zuvor schon hier nach dem Bärenmarkt 2014 immer genau der Boden. Diese 200er Moving Average liegt momentan ungefähr bei 22.000 Dollar, das heißt also, ich beobachte jetzt hier die untere Range. Wenn wir die brechen, dann rechne ich wirklich damit, dass wir zur 200er Moving Average fallen. Und das wäre dann für mich persönlich auch nochmal ein weiteres Level, um langfristig nachzukaufen. Das war's schon wieder mit dem heutigen Video. Wenn dir dieses Video gefallen hat und ich dir in diesem Video einen Mehrwert bieten konnte, würde ich mich extrem freuen, wenn du mich jetzt kostenlos unterstützt und meinem Kanal ein kostenloses Abo dalässt und die Glocke aktivierst und auf alle stellst, sodass du immer eine Benachrichtigung erhältst, wenn ich auf meinem Kanal ein neues Video uploade. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit.